Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Layton's Mystery Journey, Catch Real und die Verschwörung der Millionäre. Im letzten Part haben wir den Story-Modus zu 100% abgeschlossen. Wir haben da alles gemacht und alles gesammelt, was so irgendwie geht. Und das Einzige, was uns jetzt noch in diesem Spiel fehlt, ist der Bonusbereich, den wir uns jetzt nochmal in diesem Part genauer angucken wollen. Und auch in den nächsten auch, denn das werden wir nicht in einem Part schaffen, weil es da wahrscheinlich wieder 15 Rätsel geben wird. Und das schaffen wir auf gar keinen Fall in einem Part. Aber mal gucken, wie viel wir jetzt in diesem Part dann hinkriegen werden. Soll ich den oberen Weg nehmen? So, das sind wir auch schon. So, entdecke Geheimnisse und löse Rätsel, die du in keinem anderen Teil des Spiels findest. Je weiter du in der Geschichte kommst, desto mehr Boni werden freigeschaltet. So, wir haben auch wieder Rätsel des Tages. Ich gehe mal da sogar kurz drauf, meinetwegen. Okay, das sind sie auch schon. Rätsel des Tages sind Rätsel, die du aus dem Internet heruntergeladen hast. Okay, weiß ich gar nicht, aber habe ich anscheinend. Okay. In dieser Kategorie gibt es zu Beginn des Spiels bereits 18 Rätsel zu lösen. Weitere Rätsel erhältst du über Rätsel herunterladen. Es wird jeden Tag ein neues Rätsel hinzugefügt und du kannst bis zu 365 herunterladen. Jedes heruntergeladene Rätsel steht in jedem deiner drei verfügbaren Spielstände bereit. Für das Lösen von Rätseln erhältst du Museumspunkte, die du im Layton Museum ausgeben kannst. Okay. Zu ihm gelangst du über das Museumssymbol. Dort erfährst du mehr über die Geschichten und Geheimnisse der Laytons. Oh, das ist ja voll interessant. Löse also ganz viele Rätsel, um alles im Museum besichtigen zu können. Ändere deine Spotpass-Einstellungen auf Mitteilungen erhalten, um Informationen zum Erscheinungsdatum von Rätseln des Tages zu erhalten. Über das Zahnrad-Symbol im Titelbildschirm kannst du Spotpass auswählen, um die Einstellungen zu ändern. Okay. So, ich möchte aber trotzdem ganz gerne die Rätsel des Tages jetzt hier im Let's Play nicht mehr spielen. Ich werde die da mal irgendwann später auf jeden Fall nachholen, aber jetzt im Let's Play hier nicht mehr. Auch wenn mich dieses Museum da ziemlich interessiert und das jetzt mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht wurde, weil ich gerne mehr über die Laytons erfahren würde, vor allem halt so die Beziehung zwischen Catch Real und auch Herschel, wäre, glaube ich, wirklich sehr interessant. Aber wie gesagt, ich werde es im Let's Play nicht mehr machen, aber irgendwann später werde ich da mal die Rätsel des Tages hier nachreichen, wie auch bei einem anderen Professor Layton spielen, wird nochmal alles irgendwann kommen, keine Sorge. So, dann Rätselindex kennen wir ja eh schon, das ist einfach nochmal dasselbe, oder? Wie wir auch schon im Menü hatten, genau, nichts Besonderes hier. Dann Cats Knobelkiste, da werden dann die Rätsel sein. Die wahrscheinlich 15, schätze ich mal. Und ich will mal kurz zu streng geheim gehen, was wir hier alles haben. Ah, okay. Schließe alle Fälle ab, um Zugriff auf streng geheime Akten zu erhalten. Je mehr Pirat du hast, desto mehr wird freigeschaltet. So, wir haben Charaktere, Galerie, Musik, Stimmen und Filme, also genauso wie auch in den anderen Teilen immer. Lass mich mal kurz auf Charaktere gehen. Okay, es gibt sogar auch 2D- und 3D-Modus, auch wie, oder das kennen wir auf jeden Fall auch schon aus den anderen 3DS-Teilen, zumindest. 3D-Modelle kann man dann nämlich hier die sehen und da stehen auch immer Beschreibungen dazu, stimmt's? Ne, hier ist es keine dabei sogar. Ich kann sie aber animieren, wenn ich will. Das ist ja auch ganz cool. Oder stehen bei den 2Ds dann vielleicht Beschreibungen dabei? Ah doch, gibt es nämlich schon. Genau, okay, alles klar. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal dann ganz am Ende einen Bonus-Part machen, wo wir uns dann nochmal das alles genauer angucken und durchlesen werden. Aber jetzt in diesem und den nächsten Parts möchte ich dann erstmal jetzt nicht hier mir das streng Geheime angucken, sondern das dann erstmal, wie gesagt, dann später. Denn jetzt in diesem und den nächsten Parts möchte ich dann erstmal hier mir Cats Knobelkiste genauer angucken. So. Ich habe einen Katalog der kniffligsten Herausforderungen zusammengestellt, die mir eingefallen sind. Echt fies, die Dinger. So, und ja, es sieht nach 15 aus, schätze ich mal. 5×3 werden es dann wahrscheinlich sein. Und wir fangen mal an mit der Speisefreunde-Lounge, würde ich sagen. So. Und ja, es sind 3 Stück, nämlich Kissengrad 2, die Queste des Ritters 2 und Häschen Hüpf 2. Okay, lauter 2. Version hier. Und wir legen da am besten auch da mal los, würde ich sagen. Wir werden mal versuchen, so viele wie es irgendwie geht, in diesem Part zu lösen. So, Kissengrad 2, ja. Da haben wir ja sogar schon mehrere davon gelöst. Nicht nur 1, sondern auch schon S1 und sowas gab es ja auch schon. Gut, dann habe ich mir mal ein Rätsel, dann habe ich hier mal ein Rätsel für dich. Okay. Und ich mochte auf jeden Fall diese Rätselart sehr gerne, deswegen, ich freue mich da jetzt drauf. Rätsel 171, Kissengrad 2 für 60 Pikarat. Schieße 3 Kanonenkugeln ab, um alle Würfel zu zerstören. Du kannst eine Würfel in der unteren Reihe treffen und wenn sie eine Folge bilden, werden die alle zerstört werden. Bla 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 bla, kennen wir schon. So. Ich habe 3 Schüsse. Alles klar. Und mein Ziel ist es natürlich wieder, dass ich überhaupt erstmal neben der 1 irgendwie eine 2 bringe. Das wäre schon mal auf jeden Fall ganz gut. Und ja, wo ich aber auch auf jeden Fall stark darauf Acht geben muss, ist, dass da links oben sogar eine 9 steht. Und dann auch eine 8 und eine 7, die in der Nähe sind, die ich da also unbedingt alle wegkriegen muss. Weil so eine 9 ist da natürlich schon sehr, sehr eklig. Ich mach mal erstmal den, weil ich nämlich den ganz sinnvoll finde. Und gucken wir das erstmal an. Okay. Ja, ist schon mal ein bisschen was kaputt gegangen. Das ist aber eigentlich schlecht, weil ich nämlich jetzt zu der 9 nicht mehr wirklich gut hinkommen kann, weil ich nämlich dort auf der linken Seite von den Blöcken überhaupt keine 2 oder 3 mehr habe. Deswegen, das kann schon gar nicht stimmen. Deswegen machen wir mal kurz weg. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen besser aufpassen. Was ist denn, wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel schieße? Ja, das gefällt mir besser tatsächlich, dieser Schuss. Weil jetzt
können wir nämlich sehen, dass da jetzt zur linken Seite hin noch so eine schöne Kette entsteht. Da haben wir jetzt nämlich noch eine 4, 5, 6, 7, 8, 9 genau in einer, oder nicht genau in einer Reihe, auf jeden Fall miteinander verbunden, ne? Die ich dann eventuell noch irgendwie jetzt hinkriegen könnte. Das würde ich zum Beispiel schaffen, ne? Wenn ich jetzt mit der rechten Kanonenkugel schießen würde. Ich mach das mal kurz. Genau, jetzt geht das alles kaputt. Und das kriege ich jetzt noch so hin. Yeah! Potzblitz, das ist harte Arbeit. Also habe ich das Rätselchen wohl gelöst, was? Und Hastings durfte es lösen, alles klar. Reifeleistung, hervorragend abgeräumt. Okay, lief doch schon mal ganz gut, würde ich sagen. So. Du hast es geschafft, fantastisch! Oh, vielen Dank, Cat. Gut, dann machen wir auch gleich die Queste des Ritters 2. Und das ist das hier. Und da fand ich die erste Version, die wir schon gespielt haben, auch ziemlich cool. Ist ja auch so eine Art Schachrätsel, glaube ich, ja gewesen, wo ich halt auch wie mit einem Springer bewegen muss. So, genau. Und mal gucken, ob wir das dann auch so schnell hinkriegen werden wie das gerade eben. Aber eigentlich bin ich in sowas jetzt nicht so schlecht, wie ich finde. Mal gucken. 172 Quests des Ritters 2, auch für 60 Pikarat. Gut. Die Prinzessin wurde erneut vom Dämonenkönig entführt. Der Ritter und sein treues Ross sind ausgezogen, sie zu retten, doch dem Pferd geht langsam die Kraft aus. Nimm eine Route, auf der das Pferd exakt 2 Karotten fressen kann. Aha, exakt 2, okay. Das Pferd lässt sich nur wieder Springer im Schachspiel bewegen. Bla bla bla. Ich kann über alles hinüberspringen, aber ich darf nicht auf dem Feld mit Baum oder Sumpf landen. Und ich muss genau 2 Karotten diesmal mitnehmen. Okay. Das ist interessant, weil das nämlich halt auch heißt, dass ich nicht mehr mitnehmen darf. Okay, ich möchte auf jeden Fall mal kurz wechseln. So. Also erstmal kurz was überlegen. Wir können ja schon mal sehen, dass halt links oben das Schloss ist. Und vom Schloss aus oder zum Schloss komme ich nur von diesem Feld und von diesem Feld aus hin. Aber hier ist ein Baum. Deswegen muss es dann entsprechend halt dieses Feld hier sein. Also hier auf diesem Feld muss ich mal definitiv irgendwann landen. Das heißt, dass ich auf dem Weg dahin, da hier ja auch eine Karotte ist, nur eine einzige weitere Karotte essen darf. Okay. Und das muss ich mir jetzt dann gründlich überlegen, wie ich jetzt dann das gleich hinkriegen will, denn das wird nicht einfach werden. Das ist mir schon klar. Ich probier's mal. Ah ne, es wird schon einfach. Ich hab's nämlich schon, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade im Kopf schon den richtigen Weg gefunden. Yay, okay. Jetzt kommen die kleinen grauen Zellen zum Einsatz. Seht ihr, manchmal liege ich auch richtig. Ja, also bisher ist dann doch noch eigentlich alles machbar. Es werden dann bestimmt auch noch sehr schwierige Rätsel hier kommen. Gehupft wie gesprungen. Die Prinzessin wurde gerettet, obwohl dein treues Ross sie anscheinend schon wieder fortgetragen hat. Pech gehabt, tapferer Ritter. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass dann auch wirklich das 6 Züge das Minimum war und dass es besser gar nicht geht. Schätze ich zumindest mal. So, und dann auch gleich das Rätsel, oder Blödsinn, das, keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Jetzt wollte ich irgendwie sagen, das letzte Rätsel, ich kann irgendwie nicht gescheit reden. Das letzte Rätsel, auf jeden Fall, hier ist den Hüpf 2, 173. Nämlich dieses hier. Ah, genau, okay, ich weiß auch noch. Ja, da fand ich die erste Version auch mega cool von der Idee her. Aber auch nicht einfach, deswegen mal gucken, wie jetzt dann das hier sein wird. Da muss ich ja irgendwie mal darauf achten, dass dann irgendwie der dritte Hase quasi durch die anderen dahin durchspringt oder irgendwie so. Das war ja ganz komisch irgendwie, aber auch cool. Für 70 Pikarat sogar, okay. Ein paar Hasen spielen im Feld, so sehen die Regeln aus. Wenn sie sich bewegen, müssen sie zwischen zwei anderen Hasen hindurchgehen, genau. Und jeder von ihnen möchte seinen Zug auf einem Feld mit Blumen beenden. Hilf allen Hasen auf ein Feld mit Blumen. Berühre einen Hasen, um zu sehen, wohin er gehen kann. Und entscheide, welcher wohin gehen soll. Du kannst einen Hasen nicht zweimal hintereinander bewegen. Okay, ich habe sogar 4 Hasen. Um Gottes Willen. Okay, ja, das wird schwierig werden. Das wird jetzt schwierig werden. So, der könnte hier überall hingehen. Weil nämlich dann zwischen den Hasen durchgelaufen ist. Der hier hin. Der hier hin, um Gottes Willen. Und der kann nur hier hingehen. Ja, okay, weil das Problem ist ja auch, dass die halt immer nur in 8 Richtungen gehen können. Also geradeaus, nach oben, unten, links, rechts oder halt diagonal. Puh, das wird schwierig werden jetzt. Das sehe ich schon. Das wird sehr schwierig werden, aber ich probiere es mal. Soll ich erstmal dich vielleicht hier so hin bewegen? Kann ich danach dann den hier da jetzt hindurch bewegen. Aber bringt mir das so viel, das ist die andere Frage. Problem ist nämlich auch, dass jetzt dieser eine Hase da links oben jetzt schon ziemlich abgeschnitten ist von den anderen. Und das ist eigentlich etwas Schlechtes. Die machen wir sogar nochmal neu. Dann will ich vielleicht doch erstmal den hier da rausbringen, weil nämlich der auch von dem Felsen da so ein bisschen abgeschnitten wird. Und es wäre, glaube ich, erstmal so sinnvoll, wenn ich erstmal den bewege. Wohin denn?
Ich bewege mal einfach so hier hin, ohne einen bestimmten Grund. Ich muss einfach mal ein bisschen rumtesten erstmal. Und da werde ich hoffentlich gleich irgendwie eine coole Lösung kriegen. Aber es ist schon, ja, schon mal gar nicht mal so schlecht, was ich hier habe, finde ich. Ich kann jetzt mal den hier kurz hier machen. Und den kann ich jetzt schon auf dem Blumenfeld packen. Obwohl, den machen wir nochmal zurück. Ja, gut, muss ich fast machen. Aber ja, das passt mir aber nicht ganz. Eigentlich. Weil ich da vielleicht doch gern was anderes gemacht hätte. Will ich mal zuerst, glaube ich, den bewegen. Und mal den. Vielleicht hier hinpacken. Jetzt mal den rüber. Jetzt kann ich nämlich dann den hier schon hier hinpacken. Und den hier hin. Und jetzt habe ich schon fast, aber nicht ganz. Weil ich nämlich leider ihn nicht nach oben bewegen kann. Der ist jetzt noch der Einzige, der noch fehlt. Aber abgesehen davon ist er gar nicht mal so schlecht eigentlich. Aber das kann ich ja hinbiegen, weil ich jetzt einfach den hier nach oben bewegen kann, sodass ich dann der auch nach oben bewegen darf und den wieder zurück. Nice. Jetzt kommen die kleinen grauen Zellen zum Einsatz. Also habe ich das Rätselchen wohl gelöst, was? Okay, läuft doch echt super. In 10 Minuten nur schon 3 Rätsel hier gelöst von diesen super schweren. Hätte ich nicht erwartet, aber läuft echt alles top. Hat du gut gemacht. Jetzt sind die Hasen glücklich. Wenn du deine Schritte genau planst, kann man das Rätsel in 7 Schritten lösen. Okay, ich habe 9 gebraucht. Also leider 2 mehr. Aber trotzdem bin ich damit sehr zufrieden, da auch 9 Züge jetzt nicht wirklich vieles, wie ich finde. Und da ich dann doch eine ziemlich coole Lösung gefunden habe. Deswegen, das reicht mir auf jeden Fall. Aber definitiv ein cooles Rätsel. So, und damit haben wir dann das ja schon geschafft. Wunderbar. Geht's auch gleich weiter, würde ich sagen, mit dem Schnäppchenkeller. Und da haben wir diese ganzen Rätsel hier, dann auch ein komplett neues, nämlich das Wettrennen. Aber erstmal die magischen Zahlen 2. Okay, ist ja schön, haben wir auch schon ein paar Mal lösen dürfen, sowas, auch als Spezialvarianten. Und da war ich aber auch ziemlich gut und habe die auch immer recht schnell lösen können, weil es dann nämlich immer gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, obwohl man ja immer auch Plus oder Mal nehmen kann. Trotzdem gibt es da meistens nicht so viele Möglichkeiten, deswegen wir sollten das ganz gut hinkriegen. So, wir kennen ja die Regeln, das muss halt die Zahlen da geben mit Addition oder Multiplikation und kennen wir alles, genau. So, ich will wieder auf jeden Fall wechseln. Gut, dann gucken wir uns erstmal an, was wir hier so alles haben. 24 lasse ich erstmal aus, weil 24 ist eine Zahl mit ganz, ganz vielen Teilern und da gibt es viele Möglichkeiten. Aber 15 hat nicht wirklich viele Teiler, 15 hat nur 3 und 5. Deswegen, wenn ich die 15 mit Multiplikation kriegen wollen würde, dann müsste das eben 3 und 5 irgendwie sein. So, angenommen, das ist so. 5 mal nur irgendwas Ekliges ist 18 und ich bräuchte hier oben eine 13, habe ich aber nicht. Deswegen, so rum kann es nicht sein. Und so rum kann es auch nicht sein, weil 5 mal irgendwas Ekliges ist wieder nur 28. Und ich bräuchte eine 23 hier mit Plus, habe ich aber auch nicht, deswegen das kann nicht gehen. Also kriege ich die 15 nicht durch Multiplikation, sondern durch Addition. Was habe ich jetzt da wiederum für Möglichkeiten? Da habe ich 9 und 6 als Möglichkeiten. Oder auch 8 und 7. Und dann schon keine andere mehr. Also eine von diesen beiden Möglichkeiten muss es sein. So, wir testen mal zuerst 8 und 7, weil nämlich 8 und 7, glaube ich, etwas ekliger ist. Wenn ich das so rummache, dann bräuchte ich hier eine 10. Aber eine 10 habe ich nicht, deswegen das kann so rum nicht gehen. Wenn ich so rummache, dann bräuchte ich hier eine 11, weil Multiplikation geht wieder nicht. Und habe ich aber nicht, deswegen 7 und 8 kann es nicht sein, es muss also 6 und 9 sein. Das haben wir schon so sicher herausgefunden, es muss so sein, dass entweder ich hier 6, 9 habe oder 9, 6. Anders geht es gar nicht mehr. Gut. Und das könnte zum Beispiel passen und tut es auch. Und das war's. Ich werde in Kürze die Antwort haben. Rätsel dieser Art sind sehr einfach, wenn man nur die richtigen Methoden kennt. Das ist richtig, ja. Das hat sie wirklich perfekt zusammengefasst. Man hat es einfach ein bisschen durchprobiert und halt guckt, was für Möglichkeiten es gibt und was funktionieren kann und was nicht mehr. Da kann man es wirklich recht schnell lösen. Das ist wahre Rechenkunst. Die einzige Multiplikation findet oben statt, der Rest sind Additionen. Das ist die einzige Kombination, die möglich ist. Genau, wir haben ja auch so ziemlich alle anderen schon direkt ausgeschlossen. Und zwar die einzige und sind wir dann doch eigentlich recht schnell auch wieder draufgekommen. Ja, schon 4 Rätsel gelöst. Das läuft doch echt wunderbar. Dann haben wir Blasenplatzer 2. Okay, das war das hier. Das haben wir mal ganz am Anfang unseres Abenteuers, glaube ich, gehabt. Und zwischendrin aber dann nie mehr eine andere Version. Deswegen ist schon ein bisschen her. Ich muss dann einmal genau gucken, wie jetzt die exakten Regeln waren. Auf jeden Fall ist es 175 Blasenplatzer 2 für 65 Picarat. Schieße Blasen aus der Kanone, um alle schwebenden Blasen platzen zu lassen. Dazu musst du mehrere Blasen mit der gleichen Zahl vertikal oder horizontal miteinander verketten. Die Kette benötigt mindestens so viele Blasen, wie die Zahl auf den Blasen angibt. Schiebe die Blasen von der linken Kanone auf ein leeres Feld, um sie abzufeuern. Die Blasen in der Kanone füllen sich wieder auf, aber du musst alle Blasen platzen lassen, ohne das Schusslimit zu übersteigen. Okay. So.
Ach du Scheiße, ich habe 9 Schüsse insgesamt, um Gottes Willen. Okay, hier gibt es jetzt dann doch sehr viele Möglichkeiten. Und das wird jetzt dann doch, glaube ich, ein bisschen schwieriger werden. Aber wir gucken einfach mal. So, ja, ich habe schon so ein paar Ideen, was ich hier machen könnte. Weil zum Beispiel die Dreier kann ich nämlich sehr geschickt wegkriegen. Wenn ich nämlich einfach, da wo diese 4 jetzt ist, wenn ich dort eine 3 reinpacke, dann sind ja schon alle Dreier sofort weg. Das wäre ziemlich cool. Die Frage ist, kann ich es auch schaffen, dass ich alle 4er auf einmal wegbekomme? Und ja, das kann ich nämlich. Das ist auch ziemlich geschickt. Weil ich will dann zuerst erstmal die 5er machen. Wenn ich nämlich erstmal die 5er mache, also hier und hier. Und jetzt packe ich hier eine 4 rein. Und auch hier gehen alle 4er weg. Dann noch hier eine 3, dann gehen alle 3er weg. So. Kann ich es jetzt schaffen, noch den Rest hinzukriegen? Den kann ich nicht mehr, leider. Habe ich schon, glaube ich, verschissen, weil ich glaube, es geht nicht mehr. Mit so wenigen Schüssen, die ich jetzt nur noch habe. Ne, es geht nicht mehr. Aber das war schon mal nicht so schlecht, was ich gemacht habe, finde ich. Und so in der Art, vielleicht, könnte es irgendwie funktionieren. Ja, genau, ich habe nicht einen Fehler gemacht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Und zwar, ich will nämlich zuerst noch hier eine 5 packen. Dass nämlich dann diese obere da auch weggeht. Und dann ist hier so. Dann die. Moment, die 4er. Hier so. Dann die 3er. Dann die 5er verbinden. Und die 2er. Wow. Ich werde in Kürze die Antwort haben. Rätsel dieser Art sind sehr einfach, wenn man nur die richtigen Methoden kennt. Ja, da muss ich mir jetzt auch mal dann selber loben. Ich hoffe, ich wirke jetzt nicht arrogant oder sowas, aber ich finde schon, dass ich mich jetzt bisher ganz gut anstelle. Bam! Alle Blasen sind geplatzt. Blasen gleichzeitig platzen zu lassen, ist absolut entscheidend. Genau, habe ich auch wirklich darauf geachtet, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich immer möglichst viele Blasen auf einmal platzen lasse. Und dann hat es ganz gut geklappt. Sehr schön. So, jetzt haben wir das Wettrennen vor uns. Eine komplett neue Rätselart, wie es scheint. Und das sieht aber jetzt schon sehr cool aus, weil ich dann bei einem Rennen wahrscheinlich eben herausfinden muss, wer Erster geworden ist, wer Zweiter geworden ist und so weiter und so fort. Und weil ich dann dafür halt Hinweise bekomme, da wird dann gleich irgendwie sowas stehen. B war 2 Plätze vor C, aber hinter D oder irgendwie sowas. Und sowas liebe ich immer. Deswegen mal gucken, ob es dann wirklich das sein wird. Für 70 Pikarat. So. Ja, sieht so aus auf jeden Fall. Mal gucken. 5 Personen A, B, C, D und E reden über einen Marathon, den sie gelaufen sind. Sie waren Teil der ersten Welle an Läufern und alle unter den 5 schnellsten. Kannst du anhand der Aussagen herausfinden, in welcher Reihenfolge sie das Ziel erreicht haben? Berühre die Silhouette eines Läufers, um dir dessen Aussage anzuhören, und schiebe sie auf das Siegerpodest, um die Läufer in der Reihenfolge aufzureihen, in der sie ins Ziel gekommen sind. Okay. Berühre eine Silhouette, um die Aussage eines Teilnehmers zu lesen. So, wie gesagt, sowas finde ich echt cool. Deswegen freue ich mich da jetzt auch schon darüber, dann das gleich lösen zu dürfen. So. Okay, A sagt: Ich wurde überholt und habe überholt, aber meine Position hat sich nicht geändert. Hä, was? Nochmal? Okay, das ist, glaube ich, jetzt schon schwieriger. Ich wurde überholt und ich habe überholt, aber meine Position hat sich nicht geändert. Okay, ach du Scheiße. B sagt, ich habe niemanden überholt und wurde auch nicht überholt. Weiß ich denn eigentlich, wie die von Anfang an gestartet sind? Sie waren alle die schnellsten. Ja, ist es so, dass die Startreihenfolge so war, dass A von Anfang an vorne war und dann B, C, D und E, ist es so, oder darf ich nicht davon ausgehen? Ich weiß nicht genau. C sagt, ich bin 2 Positionen nach hinten gefallen. Okay, D sagt, ich habe nur den zweiten Platz erreicht. Ach du Scheiße. E sagt, ich habe 3 Personen überholt und war im Ziel besser als beim Start. Ach du Scheiße. Okay, also die hatten alle eine Startposition und dann eben auch eine Zielposition. Und das muss ich jetzt herausfinden, um Gottes Willen. Das wird jetzt schwierig werden. Aber ich finde es auch cool, weil ich eben so eine Rätselart sehr gerne mag. Ja, mal gucken. Am besten nochmal mir die angucken, weil die hat es ja direkt gesagt. Die hat ja gesagt, dass er oder sie den zweiten Platz erreicht hat. Ich mache mal am besten hier immer so Pfeile hin. Und das, was links steht, das waren sie von Anfang an. Und ehrlich, ich will die ein bisschen mehr mittig machen, dass ich da mehr Platz habe noch eventuell. Also das nochmal, das, was links steht vom Pfeil, das waren sie von Anfang an, das war ihre Startposition. Und rechts ist dann die. Ich mache übrigens so viele Pfeile, ich Idiot. Und rechts ist dann halt die Zielposition. So. Also D ist Zweiter geworden. Fertig. So. Ansonsten sagt er denen nichts. Nein. E sagt, ich habe 3 Personen überholt und war im Ziel besser als beim Start. Ja, es macht ja auch Sinn, wenn du 3 Personen überholst. Oh Gott. Das ist aber jetzt wirklich sehr, sehr schwierig.
Ist es denn nicht so, dass ich davon ausgehen darf, dass A, B, C, D und E in der Reihenfolge wenigstens gestartet sind, dass A vorne war und E hinten? Darf ich nicht davon ausgehen? Anscheinend ja nicht. Dann ist aber echt ein bisschen sehr fies, finde ich. C sagt, ich bin zwei Positionen nach hinten gefallen. Ja, okay, ich meine, ich kann da schon ein bisschen was draus schließen. Weil das heißt jetzt nämlich, dass dann. Ja, da kann ich sogar einiges draus schließen. Lass mir jetzt mal. Oh, das ist echt kompliziertes Rätsel, aber ich finde es auch echt cool. Also, C ist während des Rennens zwei Positionen nach hinten gefallen. Das heißt, dass C als Startposition schon nur 1, 2 oder 3 gehabt haben kann. Denn angenommen, er wäre Vierter oder Fünfter gewesen, dann könnte er ja nicht noch zwei Positionen nach hinten fallen, da ja diese 5 auch wirklich die allerschnellsten waren. Und da die nur hin und her immer getauscht haben. Und die Zielposition war dann dementsprechend entweder 3, 4 oder 5. Es kann auf jeden Fall nicht 1 oder 2 gewesen sein, weil er zwei Positionen nach hinten gefallen ist, insgesamt. So, B sagt, ich habe niemanden überholt und wurde auch nicht überholt. Also B hat einfach selbe Ausgangs- und Startposition. Ja, da kann ich mir auch ein bisschen was aufschreiben. Weil, ich meine, ich kann mir wenigstens schon mal aufschreiben, dass er nicht die 2 haben kann. Also 1, 3, 4 oder 5 war es, weil die 2 ist ja schon belegt für D. Und deswegen kann dann B weder als Start noch als Zielposition 2 haben. Okay. Und A sagt, er wurde überholt und er hat überholt. Aber seine Position ist trotzdem auch gleich geblieben. Ja, ich muss dann vor allem halt daraus noch einiges deuten, um Gottes Willen. Okay. Ja, das ist sehr schwierig, wie ich finde. Das ist sehr schwierig. Also er wurde eventuell sogar mehrmals irgendwie vielleicht überholt. Und er hat auch eventuell überholt. Aber sie ist trotzdem gleich geblieben. Da kann ich ja eigentlich schon auch draus schließen, dass er halt mittig gewesen sein muss. Denn wenn er halt Erster gewesen wäre von Anfang an schon, dann hätte er ja niemand mehr überholen können. Deswegen ist dann bei A so, dass A nur 2, 3 oder 4 sowohl beim Start als auch beim Ziel gewesen sein kann. Aber die 2 ist ja schon weg, deswegen kann A sogar nur 3 oder 4 gehabt haben. Bei beiden. Stimmt das? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, aber es könnte vielleicht sein. Könnte sein. Deswegen ich lass mal so stehen. Oder schon passt. Jetzt nochmal kurz E angucken. Ich habe drei Personen überholt und war im Ziel besser als beim Start. Okay, also er hat sogar drei überholt. Deswegen hat er da als Vierter oder Fünfter gestartet. Und im Ziel war er dann Erster oder Zweiter. Aber Zweiter kann er nicht gewesen sein, deswegen E war Erster. Es geht gar nicht anders. Weil D ja schon Zweiter war. Okay, und wenn er Erster im Ziel war, dann war seine Startposition Vierter, da er drei überholt hat. Ja, das Rätsel ist echt cool, das Rätsel ist richtig cool. So. Also E war im Ziel Erster, deswegen konnte B im Ziel nicht Erster gewesen sein. Und E war beim Start Vierter, deswegen konnte B und A beim Start nicht Vierter gewesen sein. Und A hat nur noch die 3 übrig, also A war beim Start Dritter und war dann entsprechend auch im Ziel Dritter. Deswegen kann ich jetzt wiederum die ganzen Dreier wegmachen, da ja A schon die Dreier belegt hat. So, und hier auch. Und hier auch. So, jetzt habe ich noch das hier. Und das machen wir kurz hier sowas. Und das dürfte ich jetzt dann gleich noch hoffentlich lösen können. So. Also A war Dritter, Dritter. E war Vierter, Erster. D war im Ziel einfach Zweiter. Ich weiß nicht, als was er gestartet hat, hat er gar nicht so gesagt, der D, glaube ich. Genau. Aber ist auch nicht wichtig, weil ich muss ja eh nur die Zielreihenfolge herausfinden. Okay. Und jetzt dürfte der Rest dann eigentlich schon auch Sinn machen. Also ich habe im Ziel jetzt noch eben 4 und 5 übrig. Ja, genau. Aber B muss ja als Start- und Zielposition dasselbe haben. Und B hat aber die 4 nicht als Startposition, sondern nur die 5. Deswegen muss dann B Fünfter gewesen sein, beim Start und beim Ziel. Und dann bleibt für C nur noch Vierter übrig. Und was hat C nochmal gesagt? Zwei Positionen nach hinten ist er gefallen. Und hier dann entsprechend Zweiter. Und dann war D halt Erster. Und dann würde es Sinn machen. Die Startreihenfolge war D, C, A, E, B. Und die Zielreihenfolge ist E, D, A, C, B. E, D, A, C, B. Das sollte es sein. Nochmal kurz nachgucken, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. E, D, A, C, B. Nochmal kurz die Aussagen überprüfen. Also E sagt, er hat drei Personen überholt und war im Ziel besser als beim Start, weil er nämlich vom vierten auf den ersten gekommen ist.
D hat nur den zweiten Platz erreicht, ja, das passt. A wurde überholt und hat auch überholt, aber sie hat sich nicht geändert, die Position, weil er nämlich vom dritten auf den dritten gegangen ist. Er wurde eventuell überholt zwischendrin, keine Ahnung, und hat auch überholt. Aber so oder so ist er als dritter gestartet und auch als dritter ins Ziel gekommen. C ist zwei Positionen nach hinten gefallen, weil nämlich C eigentlich als zweiter gestartet hat. Und B hat niemand überholt und wurde auch nicht überholt, weil B war einfach immer auf dem fünften. Okay. Und dann dürfte es das sein. Ich muss alle Daten zusammentragen, dann habe ich die Antwort. Das war ein einfach vorzunehmendes Profiling. Das war ein richtig, richtig, richtig gutes Rätsel. Hat mir super viel Spaß gemacht. Du kannst verschnaufen. Die erste Welle ist mit den fünf Läufern in der Reihenfolge D, C, A, E, B losgelaufen. E hat drei Personen überholt und C ist zwei Plätze zurückgefallen. Also sind sie in der Reihenfolge E, D, A, C, B ins Ziel gekommen. Also wirklich richtig cool, da man halt, wie gesagt, einerseits die Startreihenfolge auch irgendwie erstmal herausfinden musste und dann daraus schließen musste, wie viele sie überholt haben, um dann auf die Zielreihenfolge zu kommen. Also wirklich ein mega geniales Rätsel, das richtig cool war, wirklich. So, und dann schaffen wir sogar noch das erste Rätsel aus dem Schlaufuchs, würde ich sagen. Können wir auf jeden Fall noch damit anfangen. Ich hoffe, es wird nicht zu lange dauern. Da haben wir Stufenaufstieg 2. Erst wird das wieder okay, aber die fand ich eigentlich auch immer recht einfach. Deswegen, das sollten wir auch halbwegs gut hinkriegen. Legen wir am besten auch gleich los. Ja. Und dann haben wir sogar 7 Rätsel in diesem Part geschafft. Nicht schlecht auf jeden Fall. Echt nicht schlecht. Und wie gesagt, das sollten wir jetzt auch recht schnell hinkriegen, schätze ich mal. So, für 60 Pikarat. Eine Gruppe aus Monstern ist aufgetaucht, besiege alle Monster und erreiche mit allen drei Helden Level 5. So, Blau braucht 10 Erfahrungspunkte, Gelb 15 und Rot braucht 20. Deswegen erstmal dann kurz ausrechnen, was sie dann insgesamt brauchen. Sie wollen ja Stufe 5 erreichen, sind auf Level 1, brauchen also 4 Level-Ups. Sprich, wir machen besser mal kurz dann schnell aufschauen. Ich werde auch gleich, ich mache mal am besten sofort schnell den Wechsel wieder. So, genau. Das heißt, Blau braucht noch 40 Punkte. Gelb braucht einfach 15, also 60. Und Rot braucht dann 80. Okay. Dann lass mich erstmal gucken, vielleicht mit Blau einfach, wie ich denn halbwegs geschickt irgendwie. Ich werde es mal kurz wegmachen, mal kurz hier und schreiben. 40, 60, 80. Wie ich denn halbwegs geschickt auf 40 Punkte kommen kann. Was steht eigentlich bei diesem einen Schleimtypen da? 3. Ich will mal kurz am besten mir dann Notiz machen, wenn die Pfeile ganz klein sind. Genau, perfekt. So. Wie komme ich hier mit diesen Zahlen erstmal irgendwie auf 40? Das will ich mir jetzt erstmal kurz überlegen. Ist nämlich gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt. Aber ich könnte zum Beispiel hier 26, 5 und 9 machen. Das wäre nämlich 40. Okay. Komme ich jetzt mit den übrigen dann auf 60? Wenn ja, dann werde ich auch automatisch danach auf 80 kommen. Wir gucken mal, ich das hinkriege. Ja, kriege ich. 20, 18, 3 und 19. Stimmt's? Ist 60, genau. Und dann müssen die übrigen schon 80 ergeben. Und das tun sie auch. Also habe ich wieder mal sehr schnell gelöst. Jetzt nochmal kurz nachgucken, dass ich jetzt keine Fehler mache. Ja, jetzt habe ich natürlich einfach alles eingekreist. Aber ich werde es dann schon hinkriegen, hoffe ich mal. Also du hattest 9 und 5 und 26. Level 5. Du hattest auf jeden Fall den hier. Dann noch, was war es jetzt noch? Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Genau, 18, 3 und 19. Perfekt, und du die anderen. Genau, ich muss auf Bestätigen gehen. Es passt ja alles, alle haben Level 5, wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht. Kann natürlich nicht mit Miss Layton mithalten. Ja, die sind wirklich immer nicht so schwierig, diese Rätsel, finde ich. Muss man einfach dann die richtigen Zahlen erkennen und halt ein bisschen Kopf rechnen, aber das ist jetzt nicht so schwierig, wie ich finde. Echt heldenhaft. Die Monster wurden vollständig besiegt und die Helden sind ein paar Stufen aufgestiegen. Jetzt sind sie alle auf Level 5. So. Wir können sogar noch ein weiteres Rätsel machen, würde ich sagen. Dann hätten wir jetzt 8 Rätsel in diesem Part geschafft. Das dürfte, glaube ich, sogar auch tatsächlich insgesamt Rekord sein für alle meine Layton Let's Plays bisher. Ich glaube, ich habe noch in keinem einzigen Part von irgendeinem Professor Layton 8 Rätsel geschafft. Glaube ich zumindest. Das wäre echt ziemlich cool. Deswegen machen wir das mal noch. Die Quest des Ritters 3. Und das kann ich ja auch ganz gut, diese Rätsel nach. Deswegen, das sollten wir auch halbwegs schnell hinkriegen. Hoffe ich mal. So. Okay. Dann legen wir auch gleich wieder los. Mit Rätsel 178 Quest des Ritters 3 für 65 Pikarat. So, diesmal will er alle 4 Karotten essen. Okay. Werden wir hinkriegen.
Ich werde es dann vielleicht nicht unbedingt die niedrigstmöglichste Anzahl an Zügen hinkriegen, aber ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich krieg's irgendwie hin, das reicht mir dann schon. So. Erstmal am besten die Karotte in meiner Nähe hole ich mir. Hier so. Okay, jetzt kann ich gar schon zum Schloss hingehen, aber will ich ja nicht. Ich will noch die anderen Karotten haben. Dann vielleicht erstmal am besten die da drüben, würde ich sagen. Ja, da komme ich auch hin, nämlich so in Zickzack. Und dann komme ich zu der hin. Und dann noch zu der. Und jetzt noch zum Schloss. Ja, ne? Wir können also schlussfolgern. Eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht. Yeah, ich bin in sowas ganz gut, behaupte ich mal. Du Springteufel! Die Prinzessin wurde gerettet, obwohl dein treues Ross sie anscheinend ein weiteres Mal vorgetragen hat. Vielen Dank, tapferer Ritter. Deine Mühen blieben nicht unbemerkt. Schau doch mal, ob du eine Route mit nur 9 Schritten finden kannst. Echt jetzt in 9 geht's sogar. Ich habe 13 gebraucht. Das ist nochmal um einige Stellen auf jeden Fall. 4 Züge kann man sich einsparen. Keine Ahnung, aber ziemlich cool auf jeden Fall. Das Schöne ist aber halt, außerdem mal kurz erwähnen, dass halt im Bonusbereich, dass halt da immer eigentlich halt eher recht schwierige Rätsel vorkommen. Es soll auf jeden Fall so sein, weil die auch viele Pikarat geben. Und dementsprechend ist dann halt weniger Platz für solche Verarsche-Rätsel, wie ich sie mal gerne nenne, oder halt für Rätsel, wo man halt ein bisschen um die Ecke denken muss. Hier ist halt dann wirklich eher so kombinatorisches und logisches Denken gefragt. Und das ist halt etwas, was ich eher kann. Ich bin halt eher so der logisch denkende Mensch und nicht so der kreative Mensch, muss ich leider zugeben. Obwohl ich manchmal gerne kreativer wäre, ehrlich gesagt, aber ich bin halt eher so der logische und kombinatorische Mensch. Sowas kann ich halt. Und solche Arten von Rätseln kommen halt hier im Bonusbereich ständig vor. Und deswegen bin ich halt hier auch entsprechend ganz gut. Und sollen wir sogar, was war das eigentlich nochmal, außerirdische Zweidern? Das ist das hier. Das ist eigentlich auch recht viel Kombinatorik und sowas. Sollen wir das auch noch machen sogar? Vielleicht? Mache ich den Part noch ein bisschen länger? Da können wir vielleicht sogar im nächsten Part schon dann den Bossbereich abschließen. Und im übernächsten uns dann halt noch die Charaktere und sowas angucken. Ich kann es mal probieren. Mal gucken. Dann meist doch noch. Weil das dürfte ich dann vielleicht auch halbwegs schnell hinkriegen. Und dann hätten wir sogar 9 Rätsel in einem Part geschafft. Das wäre schon echt ziemlich krass. So. Außerirdische 2 für sogar 75 Pikarat. Okay. Nochmal kurz durchlesen. Verwende eine spezielle Strahlenkanone, um die Flotte UFOs über den Straßen Londons auszulöschen. Jedes UFO trägt eine Zahl, so oft musst du es treffen, bevor es zerstört wird. Alle UFOs müssen zerstört werden, die Energie hier des Strahls reicht nur für eine Linie. Du kannst dir die Richtung eines Strahls aussuchen, aber du kannst eine Linie nicht zweimal benutzen. Du feuerst, indem du eine Stelle berührst, an der der Strahl gehen soll. Okay. Ich habe sogar tatsächlich 40 Energieeinheiten. So viel. Okay, aber das Problem ist halt, dass ich eben die auch nicht doppelt befahren darf, die Linien hier. Okay. Ja, es wird schon schwierig werden, nämlich. Glaube ich. Aber ich versuch's mal. Natürlich vor allem bei der 4 muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich jetzt dann gleich hinkommen werde. Ich werde es einfach erstmal versuchen, ob ich es irgendwie hinkriege. Weil ich meine, ich habe den Eindruck, dass halt 40 Energieeinheiten wirklich sehr viel ist. Und dass hier die Schwierigkeit nicht dabei liegt, das mit diesen 40 Dingern hinzukriegen, sondern die liegt eher dabei, halt überhaupt immer einen Weg zu finden, wo ich nicht doppelt entlang gehe. Ist, glaube ich, wirklich eher die Schwierigkeit. Und ich will mal dann eher versuchen, das so irgendwie dann hinzukriegen. So, jetzt muss ich schon überlegen. Nehme halt zurück, das gefällt mir nicht so gut. Ich will eher nach rechts gehen. Das gefällt mir besser. Hier so und so. Weil mir ist jetzt nämlich schon aufgefallen. Ja, obwohl das stimmt nicht unbedingt. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dachte, dass meine Reise mit dem Laser, dass sie bei diesem UFO enden muss. Aber das stimmt ja gar nicht, gar nicht mal, weil ich kann ja hier reingehen und dann doch wieder hier auch rausgehen, wenn ich will. Das würde schon gehen. Ich muss aber vor allem noch auf die 3 auch aufpassen. Also auf diese hier, auf die untere auch, ja. Aber vor allem noch auf diese hier ein bisschen mehr, habe ich den Eindruck, weil die auch da in der Nähe von diesem Bereich links oben ist, wo ich jetzt schon viel gemacht habe. Und ich muss gucken, dass ich dann gleich die noch geschickt hinkriege. Aber das werde ich, glaube ich, schon schaffen eigentlich. Weil ich kann jetzt dann hier sowas machen. Jetzt ist auch die Frage. Ich muss mir jetzt mal kurz ein bisschen Notizen machen, dass ich jetzt keine Fehler mache. Ich meine, ich habe immer noch 21 Energieeinheiten. Also da mache ich mir keine Sorgen, wie gesagt. Aber ich darf mich jetzt nicht irgendwie einbauen oder sowas. Das ist halt jetzt noch eher mein Problem. Wo ich ein bisschen Angst habe. Ich meine, wenn ich jetzt mal nach unten gehe, habe ich halt da immer noch eine 2 übrig, die ich dann irgendwie wegkriegen muss. Aber werde ich mir dann gleich noch angucken. Ich kann das zum Beispiel hier so entlang gehen und dann so. Das ist aber schon nicht so einfach, auf jeden Fall. Hier so. So. Ja, jetzt passt aber dann nicht mehr jetzt, weil ich nämlich jetzt bei den 3 und 2 noch zu viel habe. Ja, ich muss mir das echt überlegen, dass ich jetzt wirklich noch
vor allem halt die zwei hier und diese drei hier noch irgendwie wegkriege. Da muss ich doch mal, oder ich sollte mal doch nach rechts gehen am Anfang. Und dann hier nach unten. Das glaube ich besser. Ja, das ist um einiges besser sogar. Da mache ich. Ja, nee, das ist nicht so ganz so einfach. Weil ich vor allem auch diese zwei irgendwer kriegen muss. Ja gut, das kann ich aber so machen. Das geht eigentlich. Ja, genau so. Okay. Dann gehe ich jetzt hier entlang. Und dann so. Jetzt kommt. Ja, das ist auch blöd. Das ist eigentlich fast, was ich da jetzt gemalt habe, nicht ganz. Weil ich mich jetzt dann zu der einen Eins da links nicht mehr hinkommen kann, weil ich mich da dann auch ein bisschen nicht eingebaut habe. Ja, ist nicht so einfach. Das ist sogar ziemlich blöd. Ehrlich gesagt. Aber ich hoffe mal, ich kann es noch hinkriegen. Wenn ich dann doch hier sowas mache. Hier so. Das kann aber auch nicht sein. Ja, ich hatte das Rätsel doch nicht mehr am Ende des Parts zu machen, sondern es ist nämlich doch schwieriger dann, als die bisherigen. Ich meine, es kann auch sein, dass einfach jetzt, das, was ich am Anfang gemacht habe, schon falsch ist und dass es jetzt in dieser Konstellation gar nicht mehr geht, das noch zu lösen. Das könnte auch sein. Ich weiß nicht genau. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man das noch irgendwie jetzt hinkriegen kann. Ich halt nur gerade den richtigen Weg, nicht so recht finde. Aber ich meine, am Anfang nach rechts zu gehen, ist eigentlich schon besser, finde ich. Obwohl ich halt eben dann das Problem habe, dass ich dann nicht mehr so leicht zu der 1 zurückkommen kann. Genauer gesagt, dass ich dann auch wirklich bei der 1 aufhören muss. Sogar. Ja, nee, das ist vielleicht doch sogar besser, wenn ich zuerst nach unten gehe, tatsächlich. Ja, das ist, glaube ich, echt sogar besser. Okay, probier's mal nochmal so. Und ich kann natürlich hier sowas machen. Dann jetzt hier einmal zu der 3 hingehen, einmal zu der 2 nochmal. Dann dich hier so kaputt machen. Dann so. Und dann so. Und dann hätte ich es. Jetzt muss ich nur den Weg nochmal hinkriegen, wie jetzt gerade eben. Aber das habe ich alles gepasst. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr als 21 war. Ich hoffe mal nicht. Aber so kann ich schaffen. Jetzt nochmal kurz dann, dass ich es hinkriege. Also hier bin ich hingegangen. Dann bin ich hier so zickzackmäßig zu der 1 hingegangen. Und dann hier zu der 3 erstmal einmal rüber. Und dann habe ich die 2 gemacht, glaube ich. Wie rum habe ich jetzt die 2 gemacht, ist die Frage. Warte mal kurz, kann ich nochmal das zurückmachen? Achso, nee, okay, ich habe schon falsch gemacht. Ich will hier diagonal gehen. Nochmal zurück. Ich will diagonal gehen. Ja, okay. Und jetzt so. Nee, Moment, falsch. Zurück. Diagonal, genau. Und so. Ja. Nice. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht. Yeah, also ja, die 40 Energieeinheiten waren kein Problem. Es war eher das Problem, wirklich alle UFOs zu erwischen und sich nicht einzubauen, aber auch wieder mal ein echt cooles Rätsel. Du hast es geschafft, jetzt ist die Stadt wieder mal außer Gefahr. Die diagonalen Linien zu deinem Vorteil zu nutzen und deine Angriffe auf die UFOs mit den höchsten Zahlen zu konzentrieren, war der Schlüssel zur Vernichtung der gesamten Flotte. So ist es. So, 9 Rätsel in einem Part gelöst. Ich will es mal kurz festhalten. 9 Rätsel. Das ist echt schön. Und vor allem war auch jedes einzelne Rätsel echt cool. Es gab kein einziges von diesen 9, das ich nicht mochte. Alle 9 waren wirklich erste Sahne, wie ich finde. Vor allem das Wettrennen war, glaube ich, das coolste, würde ich sagen, was auch am schwierigsten war, behaupte ich mal. Aber auch die anderen, wo man halt so ein bisschen, wie gesagt, kombinatorisch denken muss, haben mir auch voll gefallen. Also wirklich total coole Rätsel und mega viele in diesem Part. Also echt ziemlich cool, wie ich finde. Okay. Aber dann will ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Layton's Mystery Journey, Cat Real und die verschwungene Millionäre. Beim nächsten Mal geht's dann noch hier bei Cats Knobelkiste weiter mit dann noch der Rätselraterstube, wo dann wahrscheinlich halt Ernest die Rätsel lösen darf, schätze ich mal. Oder hat eigentlich Ernest gerade eben die Rätsel gelöst? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer es gerade eben eigentlich war. War das nicht sogar Ernest? Weil ich meine, Shirl hat da noch keine gelöst. Und dann das letzte wahrscheinlich noch, dann noch Cat lösen dürfen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall beim nächsten Mal eben das hier. Und dann vielleicht auch noch damit können wir auch noch anfangen. Weil beim nächsten Mal auch wieder dann halt so viele schaffen und so schnell sind. Vielleicht. Aber es könnte auch sein, dass beim nächsten Mal dann doch auch ein paar wirklich richtig harte Brocken kommen, wo ich dann auch länger sitze. Aber dann schon noch alles beim nächsten Mal genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.